Dann rufe ich auf den Punkt 36, Antrag der Fraktion der CDU. Aktuelle Stunde. Landesregierung investiert 12 Millionen € zusätzlich in die Weiterbildung. Pakt für Weiterbildung sorgt für nachhaltige Stärkung des lebenslangen Lernens in Hessen. Das Wort hat der Kollege Hugo Klein, CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem am 30. September 2016 unterzeichneten Weiterbildungspakt für die Jahre 2017 bis 2020 hat die Hessische Landesregierung eine bundesweit einzigartige Initiative zur nachhaltigen Stärkung des lebenslangen Lernens ins Leben gerufen. Das gemeinsam mit dem Hessischen Volkshochschulverband, der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck und den freien Trägern erarbeitete Abkommen schafft ein spürbares Maß an mehr Qualität und Ressourcen für die Weiterbildung in unserem Bundesland. Ab dem 1. Januar 2017 stehen den Trägern über einen Zeitraum von 4 Jahren insgesamt 12 Millionen € über die bisherigen Fördermittel von knapp 8 Millionen € hinaus zur Verfügung. Diese jährlich durchschnittlich 3 Millionen €, eine Steigerung von annähernd 40% der bisherigen Fördersumme, werden jährlich zur Hälfte für eine Erhöhung der gesetzlichen Förderung von Unterrichtsstunden nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz und erstmals auch für ganz konkrete Projekte mit den Schwerpunkten Integration, Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengerechtigkeit eingesetzt. Die anerkannten Träger der Weiterbildung in Hessen, die 32 Volkshochschulen, die Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck und die 9 freien Träger erhalten dadurch nicht nur deutlich mehr finanzielle Ressourcen als in der Vergangenheit, sondern auch optimierte Planungssicherheit und Verlässlichkeit. In dem Vertragswerk selbst werden zahlreiche konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen benannt, die dem bestehenden Angebot eine größere Zahl von Nutzern zugänglich machen und den erweiterten Anforderungen an qualitativ hochwertigen Weiterbildungsangeboten entsprechend auch Rechnung tragen. Der Pakt für Weiterbildung für die Jahre 2017 bis 2020 geht somit nicht nur mit einer deutlich höheren finanziellen Förderung der Weiterbildungsträger einher, sondern bedeutet auch einen wesentlichen Beitrag zur inhaltlichen Weiterentwicklung und Qualitätsoptimierung bestehender Angebote des lebenslangen Lernens. Angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels stellen Arbeitsmarkt und Lebensalltag besondere Anforderungen an hinreichende, qualitativ hochwertige Angebote zur Weiterbildung. Mit dem abgeschlossenen Weiterbildungspakt stellen wir uns diesen Herausforderungen und sind gemeinsam auf dem richtigen Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Der Weg bis zur Unterzeichnung, meine sehr geehrten Damen und Herren, war beileibe nicht immer einfach. Es gab langwierige Verhandlungen und ungezählte Gespräche. Es gab auch unterschiedliche Auffassungen über die inhaltliche Ausgestaltung. Und es gab auch unterschiedliche Auffassungen, vor allen Dingen über die finanziellen Ressourcen. Letztendlich war dieser ausgeprägte Dialogprozess jedoch immer geprägt von dem Willen aller Beteiligten, den Weiterbildungspakt zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Die gemeinsam in dem Pakt vereinbarten Zielvorgaben und Handlungsempfehlungen bilden einen innovativen und zukunftsweisenden inhaltlichen Rahmen für eine erfolgreiche und von breiter Unterstützung getragene Stärkung der Weiterbildung in Hessen. Ich möchte, gerade weil dieser Weiterbildungspakt eine so wichtige Rolle spielt in der Weiterbildung des Bundeslandes, gerade im Bereich der Terminierung lebenslanges Lernen, mich ganz herzlich bedanken bei den Beteiligten im Namen der CDU-Fraktion. Das ist einmal der Hessische Volkshochschulverband mit seinen Repräsentanten, dem Ehrenvorsitzenden, hochgeschätzten Baldur Schmidt. Das ist unsere Kollegin Heike Habermann, die neue Vorsitzende. Vielen Dank für die Unterstützung, Frau Habermann. Das ist die Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, an der Spitze mit Professor Asmuth und Professor Metzler. Das ist natürlich auch, das sind die freien Träger, an deren Spitze stehen die Sprecherin Frau Roth und der Vorsitzende Herr Felden. Und ganz besonders Dankeschön sagen möchte ich auch unserem hessischen Kultusminister. Herr Kultusminister, bei allen Gesprächen, die ich führen durfte mit den Beteiligten, kam immer wieder zum Ausdruck, dass die
Menschen, die mit Ihnen verhandelt haben, erkannt haben, dass für Sie Weiterbildung ein hohes Gut ist und dass das für Sie eine Herzensangelegenheit war, hier zu einem Abschluss zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte aber auch ausdrücklich mich bedanken bei den Kolleginnen, bei der Kerstin Geis von der SPD-Fraktion, bei Daniel May von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und meinem Freund Wolfgang Greilich bei der FDP. Wir haben gemeinsam an einem Strang gezogen, was ja hier im Hause nicht immer so selbstverständlich ist. Wir haben nicht nur an einem Strang gezogen, wir haben auch in eine gemeinsame Richtung gezogen. Wir haben alle durch Gespräche, durch zahlreiche Treffen dazu beigetragen, dass dieser Weiterbildungspakt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Und dafür auch ein ganz, ganz herzliches Wort des Dankes. Bei all den unterschiedlichen Stellungnahmen, die wir hier oft abgeben, bei oftmals diesen Diskussionen, die wir führen, im Bereich der beruflichen Bildung und Weiterbildung, denke ich immer auf einen guten Weg und blicke nach vorne. Ein letzter Satz, Herr Vorsitzender, Herr Präsident. Ich möchte heute aber auch noch einmal die Gelegenheit nutzen, das sei mir erlaubt, unserem Freund Günter Schock Dankeschön zu sagen. Für ihn war dieser Weiterbildungspakt eine, ja, ich muss sagen, Herzensangelegenheit. Er hat sich intensiv darum gekümmert und beim Zustandekommen dieses Paktes war er maßgeblich beteiligt. Heute ist ihm leider nicht mehr vergönnt, diese schöne Stunde zu erleben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Hugo Klein. Das Wort hat die Frau Abg. Geis, SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lebenslanges Lernen gehört in Hessen, wie ich gelernt habe, zum Standard und nicht zur Kür. Das kann man deutlich daran erkennen, im Weiterbildungsatlas der Bertelsmann Stiftung. Dort nämlich nimmt Hessen im Bundesvergleich den zweiten Platz hinsichtlich der Teilnahme an Weiterbildungsangeboten ein. Leider nimmt Hessen hinsichtlich der derzeitigen Förderung und Unterstützung der hessischen Volkshochschulen und freien Träger ebenfalls den zweiten Platz ein, und zwar von hinten. Mit einem Finanzierungsanteil des Landes von bisher 5,7 an den Angeboten der Weiterbildung hat Hessen gemeinsam mit Schleswig-Holstein die rote Laterne in der Hand. Und deswegen ist es gut, wenn wir heute über den Pakt für Weiterbildung sprechen. Der Hessische Volkshochschulverband. Der Hessische Volkshochschulverband hat federführend auch für die Organisation in freier Trägerschaft mit uns allen lange und intensiv um die Bedingungen für den Pakt für Weiterbildung gerungen. Und dazu hatte er auch allen Grund. Wir alle waren damit konfrontiert, Herr Klein hat das ja auch bereits schon ausgeführt, dass der Vorstand des Hessischen Volkshochschulverbandes nachdrücklich eine Erhöhung der bisher zugewiesenen Mittel eingefordert hat. Und das zu Recht. Wie der Vorstand ausführte, liegt die derzeitige Förderung um 50 unter dem Niveau aller Bundesländer. Die Volkshochschulen und die freien Träger benötigen nach Jahren der Kürzung aber zusätzliche Mittel, um ihre vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können. Insbesondere in den Programmfeldern Alphabetisierung und Grundbildung, in der Bildungsberatung und bei der Sicherung flächendeckender Angebote für alle Bevölkerungsgruppen sind mehr Mittel erforderlich. Und nicht zu vergessen ist die große Gruppe derjenigen Menschen, die in den vergangenen Jahren und Monaten zu uns geflüchtet sind. Für sie ist der Zugang zur Sprache das wesentliche Element für eine gelingende Integration. Der größte Teil von ihnen ist erwachsen und damit nicht schulpflichtig. Die hessischen Volkshochschulen erreichen schon jetzt etwa 40 der rund 80.000 Flüchtlinge mit ihren Angeboten zum Spracherwerb und mit den Integrationskursen. Die Hauptgruppe sind dabei Flüchtlinge im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Und so haben die hessischen Volkshochschulen und auch die freien Träger beim Pakt für den Nachmittag eine tragende Rolle inne. Sie verfügen bereits über die Kenntnisse, die Erfahrung und die Strukturen, um ein wohnortnahes Angebot zu ermöglichen.
Denn Ziel des Paktes ist es, Integration, Inklusion, Teilhabe und Chancengleichheit zu ermöglichen. Auch das hat Herr Klein schon ausgeführt. Das soll durch ein niedrigschwelliges, wohnortnahes und zielgruppenspezifisches Angebot erreicht werden. Ziel ist, wenn ich zitieren darf, Veranstaltungen der politischen Bildung, der Alphabetisierung, der kompensatorischen Grundbildung, Angebote zur lebensgestaltenden und zur interkulturellen Bildung sowie Bildungsangebote zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft sowie für das Ehrenamt zur sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Zitat Ende, zu schaffen. Ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel. Aber das ist ein Anspruch, den die Volkshochschulen und die freien Träger bereits heute mit Leben füllen, soweit sie dies mit der bisherigen Förderung schaffen. Wir freuen uns daher, dass der Pakt für Weiterbildung in den kommenden 4 Jahren mit zusätzlichen 12 Millionen € finanziert ist. Und es zeigt sich dabei auch, dass bei einem so wichtigen Thema gemeinsam ein Ziel erreicht werden kann. Auch das, Herr Klein, haben wir zur Kenntnis genommen. Das hat im Übrigen auch dem Ansinnen der hessischen Volkshochschulen und freien Träger Rechnung getragen, eine solidere Grundförderung zu bekommen anstelle einer anhaltenden Projektförderung. Nun gilt es, das Angebot auszubauen und weiter zu verbreiten. Dazu müssen neue Lehrkräfte rekrutiert und qualifiziert werden. Das dürfte hilfreich sein, dass auch der Zuschuss je Unterrichtsstunde von 25 auf knapp 30 € erhöht wird. Das macht die hessischen Volkshochschulen und auch die freien Träger nach jahrelangem und schon legendärem Stillstand bei den Honoraren als Arbeitgeber wieder interessant. Und auch deswegen tragen wir den Pakt für Weiterbildung in der vorliegenden Form gerne mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Greis. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hat einige Jahre gedauert, bis dieser Pakt nun endlich das Licht der Welt erblickt hat. Frau Greis hat ja schon darauf hingewiesen. Wir alle wissen, wie schwer die Verhandlungen waren, nicht die Inhalte. Dort herrschte schnell Konsens, sondern die finanziellen Fragen waren bis zum Schluss hart umkämpft. Nun haben wir den ersten hessischen Weiterbildungspakt, und der ist 12 Millionen € schwer. Immerhin, da noch vor Kurzem gerade einmal über 6 Millionen € debattiert wurde. Immerhin, aber nicht genug. Wir müssen bedenken, dass die Erwachsenenbildung in Hessen in den letzten 2 Jahrzehnten von Kürzungen geprägt waren, die am Stellenwert von lebenslangem Lernen zweifeln ließen. Nicht nur, dass Zuschüsse zurückgefahren wurden, sondern auch das Salär der vielen engagierten Dozentinnen und Dozenten stagniert seit Jahren. Für diese Menschen ist es sicherlich erfreulich, nun endlich ein etwas höheres Stundenhonorar zu erhalten. Aber seien wir mal ehrlich, alles in allem sind diese 12 Millionen € nicht ausreichend. Es sind nicht nur für die geflüchteten Menschen, Frau Geis hat darauf hingewiesen, denen wir zeitnah ein fundiertes Bildungsangebot unterbreiten müssen, vom Erlernen der deutschen Sprache bis hin zu akademischen Ausbildungen. Wir müssen nach wie vor die traditionellen Bildungsaufgaben wahrnehmen und bedienen. Ich spreche hier z.B. von der politischen Bildung, die immer weniger von den Weiterbildungsträgern angeboten werden konnte. Dabei ist doch dies ein Pfeiler der Bildungsgesellschaft. An Aufklärung über Politik und historische Zusammenhänge mangelt es. Das sieht man hier in der Bundesrepublik ganz offensichtlich. Ich spreche auch von den Alphabetisierungsprogrammen. Denn immerhin 7,5 Millionen Menschen in Deutschland können laut einer Studie der Universität Hamburg nicht oder nicht ausreichend lesen und schreiben. Für Hessen ermittelten die Autoren einen Schätzwert von etwa 550.000 Menschen, die davon betroffen sind. Hier ist die Erwachsenenbildung gefragt. Es wäre hessenweit flächendeckende Angebote. Es wäre notwendig, diese Angebote zum Erwerb der Lese- und Sprechfähigkeit zu erreichen.
Die Volkshochschulen, die etwa 90% der Alphabetisierungskurse für Erwachsene anbieten, erreichen jährlich etwa 6.000 Menschen mit ihren Programmen. Sie würden also fast 100 Jahre brauchen, um alle Analphabeten zu erreichen, die zum jetzigen Zeitpunkt in Hessen leben. Und das sind nur zwei der grundlegenden wichtigen Beispiele, was die Erwachsenenbildung langfristig und zuverlässig finanziert, was finanziert werden müsste. Herr Lotz, da kommen Sie mit den 12 Millionen sicherlich nicht sehr weit. Und Sie werden sicherlich uns vorschwärmen, dass das ein großartiger Erfolg sei. Sicher ist dies ein erster Schritt, das würde ich konstatieren, doch darf man hier nicht weiter stehen bleiben. Die Finanzierung der Weiterbildung ist immer auch eine Frage der Wertschätzung und des Stellenwerts, die man ihm beimisst. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es in Hessen viele Akteure gibt, die Weiterbildungsangebote anbieten, sowohl private wie auch öffentliche Träger, und nicht alle werden im gleichen Maße von den Mitteln profitieren können. Allein 6 Millionen € sollen in die Förderung der Unterrichtsstunden und somit in die Stundenhonorare fließen. Ein dringend notwendiger Schritt, denn die Nachfrage nach kompetenten Dozenten, die Deutsch als Zweitsprache lehren können, ist derzeit enorm. Der Pakt ist nun erst einmal bis 2020 befristet, und ich gehe davon aus, dass alle Akteure, auch der Kultusminister, nach 2020 an der Weiterführung eines Paktes interessiert sind. Sicherlich werden bis dahin erste Erkenntnisse vorliegen, was mit diesen 12 Millionen zu erreichen und zu leisten war, aber auch, was eben nicht. Ich bin sicher, dass wir diesen Pakt weiterentwickeln werden müssen. Wir als LINKE werden uns für ein umfassendes und kostenfreies lebenslanges Lernen weiterhin stark machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege van Hooyen. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Rahmen erhöhter, auch beruflicher Mobilitätsanforderungen ist lebenslanges Lernen für uns alle unerlässlich. Es erhöht die Chancen für beruflichen Erfolg, und es trägt genauso zu privatem Erfolg bei. Es trägt schlichtweg zu mehr Lebensqualität für jeden Menschen bei. Es hilft dabei, die Herausforderungen unserer Gesellschaft zu meistern und neue Ideen und Konzepte zu verwirklichen. Dabei sind, das wurde schon erwähnt, die Volkshochschulen extrem wichtige Weiterbildungseinrichtungen in den Kommunen, ebenso wie die Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Hessen-Campus-Verbünde. Sie alle zeichnen sich aus durch die Weiterentwicklung ihrer Angebote, die Ausdehnung der Zielgruppen und das Reagieren auf Nachfragen und bestimmte Themen aus allen denkbaren Bereichen. Ich will an dieser Stelle, auch wenn das weniger mit Weiterbildung zu tun hat, sondern mit einer sehr komplexen anderen Aufgabe, an dieser Stelle mal in Erinnerung rufen, wie genau diese Träger und diese Einrichtungen uns auch geholfen haben bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms in den letzten Monaten und Jahren. Das darf man auch in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Mit der Unterzeichnung des Weiterbildungspaktes für die Jahre 2017 bis 2020 wurde ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung des Systems lebensbegleitenden Lernens in Hessen geleistet. Es wurde schon erwähnt, ab 1. Januar 2017 werden zusätzlich zur bisherigen Förderung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz 12 Millionen € für die 4 Jahre, also 3 Millionen € pro Jahr, zur Verfügung gestellt. Das ist eine Steigerung von annähernd 40%. Ich denke, das ist eine deutliche Steigerung, die schon auch eine Erwähnung wert ist. Diese Mittel werden je zur Hälfte eingesetzt für eine Erhöhung der gesetzlichen Förderung von Unterrichtsstunden nach dem Weiterbildungsgesetz, andererseits aber auch zum ersten Mal zur Förderung konkreter Projekte. Das Landeskuratorium für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen als gesetzliches Beratungsgremium der Landesregierung zu Fragen der Weiterentwicklung hat die Entwicklung des Weiterbildungspaktes aktiv unterstützt und wird nun auch die Umsetzung begleiten. Wir begrüßen den Abschluss des Weiterbildungspaktes ausdrücklich. Es ist ein sehr positives Signal, dass er von diesem Haus so weitgehend einvernehmlich
getragen wird. Hugo Klein hat das erwähnt. Ich darf mich da auch für die Zusammenarbeit bedanken. Ich finde es sehr schön und sehr richtig, dass du auch erinnert hast an die Leistungen deines Vorgängers in dieser Sprecherfunktion, Günter Schork. Es ist eine gute Gelegenheit, an ihn zu denken, denn das, was gelaufen ist, bis wir zu diesem Pakt gekommen sind, war ein sehr mühsamer Weg, ein sehr mühevoller Weg. Das wollen wir bei aller Freude heute nicht unter den Teppich kehren. Es bedurfte eines langen Atems, dass wir dort gelandet sind. Und das will ich auch offen sagen. Hugo Klein war derjenige, der zum Schluss die zündende Idee hatte für eine kreative Lösung, die letztlich, wie man so schön sagte, die Kuh vom Eis brachte, sodass wir alle uns hinter diesem Vorschlag versammeln konnten. Dafür vielen Dank für die Zusammenarbeit. In der Pressemitteilung des Kultusministeriums heißt es, ich zitiere das kurz, mit ihren Volkshochschulen, den Einrichtungen in freier Trägerschaft und den regionalen Verbünden des Hessencampus, die das Land gemeinsam mit unseren Kommunen gleichfalls fördert, ruht die hessische Weiterbildung auch künftig auf den bewährten drei Säulen. Das ist richtig, Herr Minister, das unterstreiche ich auch ohne Weiteres. Ich will allerdings die Gelegenheit bei aller Euphorie, die wir haben über diesen wichtigen Schritt, den wir erreicht haben, mit einer kleinen Mahnung auch erinnern. Wir dürfen bei all dem nicht die anderen Anbieter, die privaten Anbieter, aus dem Blick verlieren, die sich im Bereich der Fort- und Weiterbildung intensiv einbringen, ein breit gefächertes Angebot bereithalten. Die drohen etwas mit dem Blick auf den Pakt aus dem Blickfeld zu verlieren. Wir als Freie Demokraten sprechen uns dafür aus, die Aus- und Weiterbildungsprogramme der vielen privaten und öffentlichen Anbieter, der freien Träger und der kommunalen Bündnisse stärker aufeinander abzustimmen und regional stärker zu vernetzen. Das, meine Damen und Herren, soll aber nicht relativieren, dass wir uns heute zu Recht freuen über den erzielten Erfolg, über den nach mühsamem Weg abgeschlossenen, einvernehmlich abgeschlossenen Pakt für Weiterbildung. Auf diesem Weg wollen wir hoffentlich auch gemeinsam weitergehen. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir die Zusammenarbeit in dieser Art und Weise weitergestalten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abgeordnete Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wiederholungen sind in dieser Debatte unvermeidlich, aber sie sind ein gutes Zeichen. Denn wenn alle Rednerinnen und Redner sich einig sind, wie wichtig die Weiterbildung für Hessen ist, dann ist das ein Wert an sich für diesen wichtigen Politikbereich. Von daher ist es jetzt nichts Neues, was ich vortrage, aber ich möchte es für meine Fraktion auch noch einmal wiederholen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Ja, die Weiterbildung ist im Zeitalter der fortlaufenden Bildungsexpansion, im Zeitalter der Digitalisierung äußerst wichtig. Und ich möchte auch noch einmal einen Sachverhalt herausstreichen, den der Abgeordnete Greilich eben gerade schon einmal betont hatte. Die Weiterbildungsträger haben in der Zeit der großen Migrationsströme der letzten Jahre unverzichtbare Arbeit für unser Land geleistet. Und von daher möchte ich auch für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN nochmals vielen Dank den Trägern der Weiterbildung sagen. Seien es die freien Träger, seien es die Volkshochschulen, haben Sie vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit. Und weil das für unsere Fraktion und für die Koalitionspartner CDU ein sehr wichtiges Politikfeld ist, haben wir beim Koalitionsvertrag Ende 2013 eben auch festgelegt, dass wir mit den Trägern der Weiterbildung eine Vereinbarung über die Entwicklung des Bildungswesens in diesem Bereich abschließen wollen, einen Pakt, der die Mittelausstattung verbessert und regelt und außerdem Planungssicherheit gewährleistet. Ich glaube, dass dieses Vorhaben an sich schon ein großer Fortschritt ist, jenseits dessen, wie er ausgestattet und ausgestaltet ist. Weil, wenn Sie das vergleichen mit dem, was wir im Hochschulbereich erreicht haben, sehen Sie, dass damit die Diskussion und die Debatte über die Weiterbildung auf eine ganz andere Stufe gehoben wird.
Es ist deswegen eine großartige Entwicklung, dass wir jetzt diesen Weiterbildungspakt erstmals abgeschlossen haben, weil er eine neue Struktur in diesem Politikbereich gibt. Ich glaube, dass bei all dem, was Herr van Ooyen gesagt hat, das meiste teile ich nicht, aber da hat er richtig erkannt, das ist sozusagen jetzt dann eben auch der Benchmark, an dem sich zukünftige Politikgenerationen dran messen werden und der sozusagen damit die Grundlage bildet, auf dem wir Weiterbildung zukünftig diskutieren werden. Und von daher ist das Ziel, das wir seinerzeit verfolgt haben, Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die Weiterbildungsträger herzustellen, jetzt erreicht worden. Und es ist so geschehen, dass wir neben Planungssicherheit auch eine erkleckliche Erhöhung der Mittel um 12 Millionen € erreicht haben. Diese Erhöhung der Mittel ermöglicht einerseits eine Verbesserung der bestehenden Strukturen, andererseits ermöglicht er, neue Strukturen zu schaffen, und er macht die Angebote der Weiterbildung einer breiten Schicht der Bevölkerung zugänglich. Jetzt kann man natürlich immer sagen, das ist bei der LINKEN ja so üblich, es darf noch ein bisschen mehr sein. Sicherlich ist das verständlich, aber ich glaube, dass wir anhand der Debatte und dem, was die Weiterbildungsträger selbst dazu gesagt haben, dass wir an dieser Stelle eine sehr gute Lösung gefunden haben, die den Weiterbildungsträgern sehr weiterhilft. Und ich glaube, dass dieses Ergebnis sich daher sehr gut sehen lassen kann. Im Laufe der Verhandlungen um den Weiterbildungspakt gab es, es wurde ja schon angedeutet, Höhen und Tiefen, die aber alle gemeistert worden sind. Eine Frage war, die immer wieder aufgetaucht ist, ob sozusagen auch die Strukturen, die im Weiterbildungsgesetz sind, damit neu verhandelt werden sollten. Ich glaube, dass es nachvollziehbar und gut ist, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Pakt und Gesetz sind zwei unterschiedliche Dinge, die auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Ich denke, dass die Fragen der Aufgabenkritik dann aufgerufen werden müssen, wenn das Weiterbildungsgesetz auf der Tagesordnung steht. Von daher bin ich auch dem Abgeordneten Klein sehr dankbar, dass er dort auf den letzten Metern sozusagen den Knoten zerschlagen hat und dort einen für alle Beteiligten gangbaren Weg gefunden hat. Ein Vertrag dient dazu, dass man sich verträgt. Und zumindest für die Politik kann ich heute mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass der abgeschlossene Weiterbildungspakt, also dieser Vertrag, von der großen Mehrheit, auch der großen Mehrheit der Opposition getragen wird. Es zeigt, dass im Bereich der Weiterbildung es einen großen überparteilichen Konsens gibt. Ich darf mich daher auch bei den Fachsprechern von SPD und FDP herzlich bedanken, dass hier der Pakt so sachlich beraten werden konnte. Ich denke, der Pakt kann sich wirklich sehen lassen. Und ich hoffe, dass er deswegen auch sehr bald der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, und hoffe, dass dieser Pakt der Anfang von einer ganzen Reihe von erfolgreichen Weiterbildungspakten wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Kultusminister, Prof. Lorz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind heute wichtiger denn je. Unter den Bedingungen von Globalisierung, Digitalisierung und der generellen Beschleunigung der Wissenszyklen kann man nicht mehr davon ausgehen, dass eine einmal erworbene Ausbildung das Rüstzeug für ein ganzes Berufsleben bereithält. Und dazu kommt, dass viele Menschen, nicht nur, aber gerade auch die jetzt neu Zugewanderten, dieses Rüstzeug noch gar nicht von Anfang an haben. Deswegen hat die Koalition und hat sich diese Landesregierung gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode das Vorhaben eines Weiterbildungspaktes mit den öffentlichen und freien Trägern auf die Fahnen geschrieben. Und es ist ein guter Tag für die Bildungspolitik in Hessen, dass wir heute den erfolgreichen Abschluss dieses Paktes vermelden können. Meine Damen und Herren, das Hessische Weiterbildungsgesetz, zu dessen Grundsätzen sich die Partner ausdrücklich bekennen, ist die verlässliche Grundlage für die Förderung von Weiterbildung und lebenslangem Lernen in Hessen. Sein Grundgedanke ist, dass Weiterbildung eine öffentliche Aufgabe aus öffentlicher Verantwortung ist und dass die öffentliche Hand eine flächendeckende Grundversorgung an Weiterbildung gewährleisten muss. Und außerdem ist das Weiterbildungsgesetz einem ganzheitlichen Bildungsbegriff verpflichtet, der allgemeine politische, berufliche und kulturelle Bildung im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens umfasst.
Mit dem Weiterbildungspakt wollen wir diese Möglichkeiten in den nächsten 4 Jahren noch weiter optimieren und ausbauen. Und dabei verfolgen wir 3 wesentliche Ziele. Das zentrale Ziel ist hier schon mehrfach genannt worden, die Förderung von Integration, Inklusion, Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Dazu gehört beispielsweise die Schwerpunktsetzung auf die Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen, in Ergänzung zu den Aktivitäten der Grundbildungszentren, die mit Förderung des Landes und der Europäischen Union, des Europäischen Sozialfonds, in diesem Jahr bereits gestartet sind, aber auch gesellschaftliche Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge über reine Sprachkurse hinaus. Das ist ein Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, meine Damen und Herren, den ich auch schon als Thema in der Regierungserklärung vor 4 Wochen angesprochen hatte. Das zweite Ziel ist, wir wollen Weiterbildungszugänge erleichtern. Im Sinne einer Verstärkung der Bildungsberatung, im Sinne auch eines Ausbaus mobiler Lernangebote. Und schließlich haben wir uns die Stärkung der Qualität vorgenommen, insbesondere durch die Fortbildung der Mitarbeiter und Dozenten. Das ist ein ehrgeiziges Programm. Und dafür, meine Damen und Herren, investieren wir auch, und das nicht zu knapp. Trotz Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung stellen wir über die nächsten 4 Jahre dafür insgesamt 12 Millionen Euro bereit. Und der Abg. Mayer hat es schon gesagt, gewisse Wiederholungen sind in dieser Debatte unvermeidlich. Also, jetzt kommt sozusagen bei mir auch der Wiederholungsteil. Der besteht aus 2 Unterkapiteln. Das erste ist, ich will noch einmal wiederholen, wie sich diese 12 Millionen Euro verteilen, weil das auch etwas ist, was in der Förderung von Weiterbildung eine ganz neue Entwicklung markiert, weil wir mit der Hälfte dieser Summe eben die Fördersätze erhöhen. Für die Unterrichtsstunden von 25 € auf 29,76 €, für die Teilnehmerstunden von 12,50 € auf 14,88 €. Das entspricht einer Erhöhung der gesetzlichen Grundforderung um fast 20 %, meine Damen und Herren. Und das, glaube ich, kann man schon als eine Errungenschaft und als einen Meilenstein bezeichnen. Und die andere Hälfte, auch das ist angesprochen worden, fließt ab 2018 in neue Projekte, die mit Laufzeiten von bis zu 3 Jahren gefördert werden können. Auch das ist eine wirkliche qualitative Neuentwicklung, ein qualitativer Sprung für Weiterbildung und lebenslanges Lernen in Hessen. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch schließen, weil ich finde, das kann man nicht oft genug wiederholen. Es steht auch der Landesregierung gut an, das noch einmal zu wiederholen. Den Dank an alle Beteiligten. Ich mache das mit Rücksicht auf die Uhr, das ist nicht namentlich, da darf ich einfach auf den Kollegen Klein verweisen. Aber ich möchte mich noch einmal bedanken bei allen, die an den Verhandlungen beteiligt waren, bei den öffentlichen Trägern, namentlich natürlich den Volkshochschulen, dem Volkshochschulverband, bei den freien Trägern, bei den Mitgliedern des Landeskuratoriums, aber auch ausdrücklich bei den Fraktionen von SPD und FDP und ihren Fachsprecherinnen und Fachsprechern in diesem Hause. Es dient der Sache in hohem Maße, dass bei Weiterbildung und lebenslangem Lernen hier kein Streit besteht, sondern dass die Träger der Weiterbildung sich der umfassenden, parteiübergreifenden Unterstützung der Politik sicher sein können. Auch deswegen ist es heute ein guter Tag für die Bildungspolitik in Hessen. Ich danke Ihnen dafür und für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das war der Punkt 36.